Hallöchen, liebe Zuschauer, und willkommen zurück bei Daisy. Da vorne läuft der Noob, er läuft rüber zu den Wer anderen. Ist das denn Achtung, hier? Jungs, Achtung, Jungs. Lol. Hallo. Hey, steh bleib ich. Stopp, 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 stopp. Na, der war ja wirklich ein Riesengefahr. Der voll in die Arme rennt. Was hat der für einen Rucksack? Ich glaube, der ist nicht gefährlich. Stopp. Mit dem Schulranzen, ey. Was hat denn der im Rucksack? Leute, pass Bist auf. Du Deutsch? Nicht, dass German? 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 Naja, keine Ahnung. Nicht, dass es wieder eine Falle ist. Damit? Keine Antwort ist eigentlich ein Headshot, oder? Ja, kennen wir. Nochmal versuchen, nochmal. Hallo? 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 Wollt ihr den jetzt ernsthaft töten, Leute? Echt, dir liegt nichts an Waffen rum. Den können wir so rennen lassen. Wir können einfach zum Gaffi. Komm, wir sollten nicht übertreiben. Okay. Mikrospack. Mikrospack, okay. Okay, und ist der Deutsch. Okay. Dann geh einfach weiter, wir tun dir nichts. Geh einfach weiter, wir tun dir nichts. Geh. So. Schönen okay, Tag noch. Hat er Glück gehabt, hat er Glück gehabt. Ich will gar nicht wissen, wie schnell der jetzt getippt hat. Boah, also ich hätte, wenn ich das wäre, ich hätte total Angst. Stell mal vor, du läufst so zum Airfield, willst looten. Aber auf einmal kommt so in den Hangar, weißt du. Und dann stehen da so sechs Leute. Hey, und weißt du, ich war schon voll oft in der Situation und ich wurde nie verschont. Ja, das ja, muss das ich stimmt. jetzt mal sagen. Ja. Ich bin das schon stimmt. so oft getötet ja. worden einfach. Ja, aber man muss einfach sagen, bei der Sie muss man sehr viel Misstrauen eigentlich haben schon, weil du darfst niemandem vertrauen in diesem Spiel hier. Es gibt nicht mal deine eigene Mutter. Wie der Walle ja in der letzten Folge gesagt hat, mit den, wo der Typ Essen und Trinken getauscht hat. Aber es gibt natürlich auch Leute, die dich dann total abknallen, wie die Russen damals. Boah. An dem Brunnen. Ja, stimmt. Ne? Wo wir nachher, das haben wir ja gar nicht mehr aufgenommen, aber wo wir nachher rausgefunden haben, die uns dann ganz mies. Ja. Können am besten den Berg hier mitnehmen, da ist auch direkt die Burg. Ah ja. Das stimmt, ja. Auf dem Server, um kurz mal einzublenden, voll und pro Putin, wo wir gerade von Russen reden. Pro Putin. Das auf dem Curry meinte, ja. Aber wir müssen jetzt echt mal ein bisschen, also an die Zuschauer gerichtet jetzt, falls ihr euch wundert, dass wir immer sagen, er muss antworten oder schießen. Weil es kann ja auch sein, dass der Spieler sich einfach mal umdreht, eine Waffe zückt oder eine Waffe findet und uns dann abknallt. Und deswegen haben wir die Regel eigentlich so eingeführt oder haben die inzwischen so eingebürgert, dass wir sagen, wenn er nicht antwortet oder nicht reagiert, dass wir dann schießen. Ja, weil sicher ist sicher, weil wenn jetzt einer von uns erschossen wird, ist das natürlich super blöd, dass man den ganzen Weg dann... Ja, oder wir reden gar nicht mehr, wenn er mit einer gezückten Waffe oder so auf uns zukommt, dann direkt schießen. Ja, genau. Und wenn wir halt sehen, dass die Spieler stark ausgerüstet sind, ist es halt schwer zu kommunizieren, weil wir dann direkt weiß, oh oh. Lol, der hat sich gerade vor einem Gebäude gestürzt, der Typ. Ich wollte gucken, ob da hinten jemand noch läuft, aber einmal sehe ich den da nur vom Tower jumpen. Da kommt noch ein Zombie. Ja, von der Rolle. Da kommt ein Zombie, übers Airfi läuft ein Zombie. Wer hat die Sniper? Der kann den mal abschießen. Ich? Ja, warte. Dann zeig mal deine Skills, komm, schnell, jetzt. Warte, wo rennt denn der hin, der Typ? Ich hab ihn erwischt. Schön daneben. Hab ich den echt erwischt? Nee. Er lebt noch. Ich will auch mal. Ah, der hat nicht alle schießen, nicht alle schießen. Ich weiß gar nicht, jetzt ist er tot. Genau. Ich weiß auch gar nicht, was das für eine Weite war. Ich glaube 300 oder 400. Warte mal, ich muss mal gerade. Kann das echt, so weit kannst du schon? Kann das echt nicht so weit. Achtung, ich lade nach. Ja, ich würde. Man weiß ja bei der SKS nie. Aber was ich gut finde, ist, dass die Zombies ein bisschen reduziert wurden, ne? Ja. Ja, aber dafür sind die deutlich stärker, ne? Aber weißt du noch die Folge, wo wir in Tscherno waren mit den. Boah. Ja, wo das wieder getestet wurde mit den Zombies. Das war heftig, ja, das stimmt. Ich weiß nicht, welche Folge waren das. Schon ein paar Folgen, 20 Folgen her oder so, glaube ich. Ja, ist schon eine Ecke her. Boah, ich weiß es gar nicht. Schon was her. Ich glaube 20 sowas rum, ja. War schon eine Ecke her. Und an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an alle Zuschauer, die ja immer mit uns sich rumtreiben weiter in Daisy. Muss man ja immer wieder mal in den Raum werfen, ey. Das ist echt cool, dass ihr das Abenteuer mit uns teilt. Und auch wenn wir viel Quatsch machen, wir hatten ja auch viele Actionfolgen, ist halt mal so, man weiß nie, was einen erwartet. Genau wie wir heute nicht wissen, was uns auf dem großen Airfield erwartet. Außer wahrscheinlich der Tod, denn wenn wir auf die Spielerliste schauen. Aber bisher haben wir es ja gut gemacht. Ja, bisher sind wir eigentlich ganz gut. Mit den Leuten, die wir getroffen haben. Bisher war locker, um das im Namen eines Spielers, der hier auf dem Server ist, zu sagen. Ja. Aber wir haben in der letzten Folge zwei Spieler getötet. Ja. Yubi, ja, okay. Und einer, ach, der. Ja, aber komm, ey, das waren beide Kills, die waren jetzt nicht so nee, ehrenvolle Fights, dass ich sagen würde, oh. Aber es war ja, ein Anfang. Ich finde, wir haben uns aber gut. Wir haben diesmal uns gut abgesprochen miteinander, finde ich. Ja, war okay, ne? Mit den zwei Teams aufteilen war vielleicht auch mal nicht so schlecht, auch wenn wir da wieder durcheinander gequasselt haben ohne Ende. Nee, ist aber wirklich besser, wenn du da wirklich mit diesem umrunden. Stell mal vor, der wäre jetzt nach hinten weggerannt in Richtung Hangars und so, dann hätten wir den sofort abgefangen. Das Ding ist, wir sind halt gar nicht so gut ausgerüstet eigentlich die ganze Zeit. Wenn man es mal vergleicht mit den letzten Folgen davor, so vor 4-5 Folgen oder so, wie wir da ausgestattet waren noch. Das war ein Traum. Ja, aber also keiner hat eine M4, glaube ich, oder? Keine einzige. Nee.
Aber wenn du es schaffst, die Leute zu überraschen, eben indem du sie umläufst, dann reicht auch eine SKS. Ja, absolut. Absolut. Die ist halt sehr schlagfertig. Entschuldigung. Nur ich kann mit der noch nicht so gut schießen. Das muss ich echt noch habe ich noch nicht drauf, das Aiming mit der SKS. Dass wir genügend Leute sind für das große Airfield, um es zu umlaufen, weil das ist ja, hat glaube ich, wie viel Hangar? Das werden wir nicht schaffen. 8 oder sowas. 5, 6. Nee, das hat ja 2 nochmal hinten und da vorne nochmal eine ganze Reihe. Guck mal die Aussicht von hier auf dem Hangar, guck mal. Guck mal gleich, wenn wir hier bei der Burg sind. Ist das doch der Berg der Burg, oder nicht? Ja, ich glaube schon. Doch klar, das muss ja sein. Die haben wir doch eben gesehen da oben. Ich wollte gerade sagen. Ich muss aber sagen, wenn man so DayZ zockt und es läuft alles, dann macht man unheimlich viel Spaß. Ja. Hast du das denn? Ich glaube, du wurdest nachgemacht. Ach so, ist der TS abgeschmiert oder was? Das war so, zockt! Du warst bei dem O so hoch. Zockt! Schön. Oh, Zombie. Ach, stimmt, da vorne kommt die, glaube ich, gleich. Oder? Oh ja. Ah komm, was soll das, oder? Soll ich mir schießen? Stimmbruch, das weiß er gar nicht. Soll ich den Zombie machen? Hey, okay, hat sich erledigt. Hey, da vorne ist eine Antenne, Patrick. Warum ist da eine Antenne? Das kann nicht sein, das ist durch das Update. Antenne. Hä? Da ist wirklich eine Antenne. Dann ist das der falsche Berg. Nee, aber eigentlich kann das doch gar nicht. Oder war eigentlich doch, nicht, das aber war doch, das war der falsche Berg. Natürlich. Ja, weil bei der Ruine ist ja keine... Ach. Der ist links von uns, links, der Berg. Links, da sieht man oder? Auch die Burg. Ja, da ist die Ruine. Wie lange die Dämmerung braucht, ne? Krass. Ja, wir wollten ja eigentlich... Wie in Echtzeit, ne? Ja, ist halt auch Echtzeit, ne? Wir wollten ja eigentlich Nacht spielen, aber wir haben die ganze Zeit jetzt... Irgendwie wird es nicht richtig Nacht. Außer wenn wir ein paar Wolken drüber ziehen, wird es ein bisschen dunkler. Was ist denn das für ein Dorf links von uns? Boah, hier vor... Links, das ist die Stadt, wo wir, glaube ich, vorhin durchgeladen... Ne, sind wir gar nicht. Quatsch. Hier nur die Umrisse des Hauses. Es gibt auch, glaube ich, eine neue Stadt, ne? Mit 3000 Objekten. Boah. Irgendwas mit K. Ganz oben im Norden. Ja, die gibt's ja auch schon wieder länger, ja. Waren wir auch immer noch. Ja, also mit neu meine ich jetzt in diesen Aufnahmedatum. Boah, aber es gibt halt auch so viel, wir hatten halt viele Action-Folgen auch in letzter Zeit, außer jetzt die Spaßfolgen vor 2-3 Episoden und so. Aber davor hatten wir ja wirklich richtig Dampf. Ach, ihr seid links runtergelaufen. Haben wir dich verloren, voll verloren. Nee, ich sehe euch. Ich muss halt den Berg nur runter. Curry? Ach, und da sieht man was auf dem Berg, ja. Ja, wenn der jetzt liegt da oben. Da will ich hin. Ja, da ist eine mega gute Aussicht. Ja, das ist echt krass. Welchen Berg meint ihr denn? Der da vorne, wo wir jetzt drauf zulaufen, genau. Mit der Ruine da oben. So einen Kasten oben raus. Da ist eine Burg drauf, genau. Was? Ist nicht so groß wie Devil's Castle, aber ist schon... Oh, da waren wir aber noch nie, ne? Ich glaube nicht, nee, die haben wir noch nie gesehen. Nee, da waren wir echt noch nicht. Krass, dass wir nach 60 Folgen, oder wie viel das jetzt sind, immer noch nur was Neues entdecken. Ja, wobei es ja auch vieles Neues immer reinkommt, ne? Ja. Wenn die dann eine neue Stadt erschaffen, war ja klar, dass wir die noch nicht gesehen haben. Ich weiß auch gar nicht, wie lange es die Burg da schon gibt. Kann ich auch nicht sagen. Aber es ist ja echt cool auch, dass die Welt so erweitert wird. Wie das mit den Bögen und den Armbrüsten, die wir mal in bestimmten 20, 30 Folgen auch nochmal zeigen werden, falls wir so ein Ding finden. Ja. Könnt ihr meinen Bolzen mal geben? Aber ihr hattet die doch schon. Der ja, wir haben schon. Die Armbrüsten gefunden. Was denn? Ach nee, da rennt jemand weg. Ja, das ist im Prison hinten, wo wir jetzt eben waren, da haben wir immer eine gefunden, aber dann hatten wir keinen Bolzen. Ja, den Bogen muss man sich ja craften. Das ist andersrum, ne? Ah, den muss man sich craften, den tatsächlich. Den Bogen kann man nicht. Den muss man da sich, braucht man so ein Seil und so ein Stick. Und so ein, genau. Was braucht man dafür? Das hat man jetzt wieder nicht verstanden. Ein Seil, glaube ich, so ein Rope. Okay, Seil habe ich schon gefunden, ja. Und dann wahrscheinlich einen von den Stöcken. Noch so ein Stick. Ja. Genau, so ein Stock. Aber der ist ganz selten. Das ist nicht dieses normale Feuerholz. Eschwood-Stick. So ein Stick, diese geraden, diese Sticks. Habe ich beides schon mal gefunden. Eschwood-Stick. Ja. Damit kann man sich auch so Schienen machen, wenn man sich einen Arm oder ein Beine hat, genau. Ja, ich weiß aber nicht, ob das die gleichen sind. Nee, ich glaube, das sind auch neue, ja. Genau, ja. Das ist nämlich ach so, okay. Dann habe ich den wahrscheinlich doch noch nicht. Die sind wohl häufig in diesen Holzschuppen zu finden. Verstehe. Hier müssen wir wieder zickzack laufen, sonst kommen wir da nie hoch. Nehmt vielleicht mal lieber die Waffen in der Hand. Mach ich gleich. Der Tennis in gelb. Ja, gelb ist die Jacke langsam nicht mehr. Ja. Schon ein bisschen verdreckter aus. Gelb ist die neue Tarnung. Gelb ist seine Hose langsam, wenn es weiter so geht. Oh ja. Eigentlich gibt es gar kein Spiel, fällt mir gerade mal auf, außer Duke Nukem, wo man pinkeln gehen kann, ne? Fällt mir mal gerade auf, weil ich mal überlegt habe. Die haben es ja so realistisch hier gestaltet, aber man muss nie irgendwie... Aber ich war ja letztens auch ein Bild davon. Hier allerdings. Und in Dina ist auch ein Klo. Ja, aber hier waren letztens wirklich Bilder davon.
Haben sie wirklich ja letztens Bilder von gepostet. Mhm. Mit Kotze und sowas. Wie Kotze? Also ja, so von, wenn du dich übergibst, kannst du ja in diesem Spiel. Dann bleibt es wohl wirklich da auch bestehen und hat halt so eine eigene Textur. Krass, voll die Ruine. Ja, aber ich verstehe. Auch mit Exkrementen dann. Ja, genau, aber was sollte das bringen? Wie soll man das keine denn Ahnung. Verstehen? Alter. Vielleicht muss er wirklich irgendwann mal auf die Toilette gehen, mitten im Gefecht. Ist ja nice hier. Ich will halt nur aufpassen, die Treppen, wer die sind. Ja, wieder was Neues entdeckt hier. Darf ich mal ein Foto mit einem von euch machen? Vor diesem tollen Turm? Der Curry hat schon gesagt, rein. Nicht glitschen, sonst... Ja, ne, genau, die Treppen sind da. Halt ohne Geländer. Ja. Der Tommy hat bestimmt gute Erinnerungen daran. Ja. Immer. Also, ja, das ist einfach so bitter. War doch bei dem Tower. Schon cool hier. Ja. Oh, hier liegt eine Waffe. Wo soll was, denn die Welt Waffe? Eigentlich spielen? Hier liegt eine Blaze 95er Double Rifle. Tscherna-Russland heißt nice. Die Map. Ganz ausgesprochen. Ja, und wo soll die Benni, spielen? Benni, komm also, da mal gerade her. Ich mach mal kurz hier. In Russland. Russland. Ich hab mal Russland. Irgendwo in Russland, ne? Russland. Da, irgendwo da in der Ecke. Ja. Wenn der Tscherna-Russland heißt. Genau, bleib ruhig mal stehen da und dreh dich mal zu mir. Boah, das sieht cool aus. Wo seid ihr denn? Seid ihr hochgegangen schon? Ja, ich gehe ganz hoch. Das sieht echt cool aus. Alter Schwede. Nice mit der Burg so. Warte, lass mir ein bisschen Abstand machen. Ja, es glitscht hier ein bisschen. Ja, auf jeden Fall aufpassen. Kannst auch mal ein Bild hier machen. Guck mal hier oben. Ah, warte, das zieht ja gerade die Waffe. So will ich das nicht. Auch nice, ja. Weil die Aussicht ist so mega. Kommt doch auch mal hoch, aber Vorsicht. Ja, einer nach dem anderen. Ja, genau. Oh, hier ist gefährlich. Kein Treppenlift? Ging denn hier für wenn Schuhe? Ich Shift drücke, bin ich doch langsam, ne? Zack. Wirklich? Ja, mit Shift oder rechte Maustaste. Boah, ich habe echt Angst hier. Boah, krass. Ja, ihr müsst halt aufpassen, das runtergeht. Boah, ich habe so Angst, dass ich gleich hier durchfalle. Wenn das alle überleben, dann wundere ich mich. Ihr müsst das ganz langsam machen, ganz langsam. Immer an der Wand am besten langsam langlaufen. Ja, Wand ist aber auch gefährlich. Am besten immer in der Mitte. Durchglitschen, ja. Boah, wie krass das hier aussieht. Alter, ich hab so Angst. Sorry, ist das da unten ein Zombie? Ja, warte mal. Warte, nicht schießen. Warum nicht? Mach das gleich, wenn alle da sind. Boah, wie hoch das hier ist. Dann kannst du mal deine Sniping-Skill zeigen. Boah, sieht aber Hammer aus. Das ist ja nicht... guck mal hier, von hier, Curry, guck mal. Ja, der Berg, ne? Sieht richtig Hammer aus. Was liegt denn hier? Oh, hier liegen Racks, aber die sind deadly damage, kann man die trotzdem mitnehmen. Alter Schwede, geil. Okay, ich nehm die mal mit. Boah, echt cool. Boah, das war mal eine Riesenburg, ne? Also sieht man da doch mehr. So, der Curry zeigt jetzt mal seine Sniper-Skills. Los, Curry. Wie alle hier stehen. Nice. Wieder in den Boden reingefallen. Wow. Kannst du von hier aufs Airfield schießen? Nee, ich sehe das Airfield von hier leider nicht. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Aber wie krass das aussieht. Der Berg da hinten. Oh. Boah, ja, aber guck mal hier auch die Dämmerung. Langsam wird schon ein bisschen... Ja, die Sonne. Also es wird auf jeden Fall gleich dunkel. Voll die Postkarte. Ich glaube, wir werden dann in der Nacht dann antreffen am großen Airfield. Oh Gott. Okay, cool. Aber hier sind eher selten Spieler vorzufinden, oder? Glaube ich auch. Hier ist halt nicht so viel Loot wie bei Devil's Castle oder sowas. Ja. Wollen wir mal alle nach und nach runtergehen? Ja. Ich bin schon auf dem Weg nach unten. Okay, jetzt kannst du Walle gehen, jetzt kannst du oder der Benni. Benni, geh ruhig vor. Benni, wie machst das, dass du langsam läufst? Shift drücken halten. Okay. Shift gedrückt halten, du, Walle? Genau. Mach das jetzt auch. Geh ich, Patrick. Boah, das ist so krass, das ist. Das sieht gerade so klasse schlimmer aus, als wenn du einen Spieler triffst, ey. Dieses. Wegen dem Glitch immer. Er kriegt den Jump'n'Run-Effekt dann, das Spiel, ne? Ja. Vorsicht, hier ist ein Loch, ne? Oh, jetzt springe ich dem Curry auf den Kopf. Ja, ich fang dich. Dann sind wir beide tot. Dann steckt der Benny in. Nee, umgekehrt. Steckt der Curry in den Benny drin. Der Currywurst steckt in den Benny drin. Wenn ich eine Arschbombe mache. Ja. Kennt ihr das Video von dem Typen, der eine Arschbombe auf dem Eis macht? Aua. Aber mir ist der Walle da voll runtergefallen gerade. Ja? Ne, zum Glück nicht bei mir. Vorsicht, hier ist auch so ein Loch. Ganz schön betrügerisch. Okay, ich bin unten. Ne, gefährliches Ding. Auch. Ja. Hi, Tommy. Hi, hi. Boah. Was für schwitzige Hände ich hab. Mein Gott, der Dennis mit seinem gelben Regen. Alter, das ist echt ein krasses Schloss, ne? Hier kann man sich so krass verstecken auch. Aber hier kommt halt keine Sau vorbei. Wenn das hier echt so wäre, dass man sich hier auch so Basen bauen könnte, boah, da könnte man sich so eine coole Base draus machen. Ja, es kommt ja noch, das kommt ja noch und mit Camps und all sowas. Ja. Hier wäre auf jeden Fall ein super Spot für eine Base, oder? Was meint denn die Community?
Vielleicht haben die ja Tipps. Hier ist nicht viel Action, Airfield in der Nähe. Besser kann man es nicht haben. Aber ich finde es eigentlich cooler, wenn man das so nicht so an so einem großen Spot macht, sondern eher so ein bisschen im Wald versteckt. Ja, man muss das ja nicht Wald so riesig mit, haben. Mit Zelten und so. Ja. Aber wenn man irgendwann so eine Megabase haben will, kann man das ja hier voll einsperren alles, weißt du? Ja. Komm, wir gehen. Okay. Hier, so ein Heli-Depot kannst du mal... In welche Richtung müssen wir überhaupt jetzt? Ich bin total orientierungslos gerade. Hatten einer einen Kompass überhaupt? Nee. Nee. Doch. Ja, du hast Kompass? Ja. Mal raus. Müssen wir eigentlich nach, Guck mal gerade die App. Ich hab die gerade nicht zum Griff. Wo müssen wir denn da nochmal hin? Patrick, weißt du das? In welche Richtung? Guck. Da fragst du den falschen. Du siehst das doch auf, auf der Karte in der App, gerade. Alter. Stimmt. Wenn man hier eigentlich mehrere... Also hier ist Westen. Ich gucke hier nach Westen gerade. Ich glaube, wir müssen irgendwo nach Norden, ne? Ich hätte gesagt, in die Richtung, Westen. Dennis, wo du gerade hinguckst, oder? Die hier? Hier so. Ja, da geht auch die Sonne unter, ist ja logisch, wir brauchen keinen Kompass, Jungs. Ja, da müssen, wir müssen eigentlich dahin. Das ist auch ganz schön verdreckt, das Ding. Ja, müsstest du ein bisschen dazwischen halten. Also eigentlich ja, genau in Richtung hier Sonne, oder? Nie ohne Seife waschen. Ach, kennst du das auch? Mhm. Ja, was nie ohne Seife waschen. Oder wir halten uns an das Moos, an den Bäumen. Westen ja, eigentlich ist gut. Man kann sich auch an die Wolken hier halten. Ja, wir müssen ja irgendwie so ein bisschen leicht nordwestlich, oder? Wir müssen ja auch ein bisschen in den Norden noch. Erstmal zur Sonne. Ja, obwohl die Sonne entgegen. Ja, die Sonne ja im Westen untergeht, ne? Wir gehen jetzt gerade ein bisschen nach Westen. Wenn du der Sonne entgegengehst komplett. Wir wollen ja auch nach Westen. Ich pack mal lieber den. Man kann ja auch sogar die Sterne und sowas zur Orientierung nutzen, ne? Klar. Richtige Sternbilder und alles. So krass. Damit ja, haben die Wolken ganzen halt, die ziehen halt auch immer in eine bestimmte Richtung. Philippinischen Seefahrer und so, die ganzen der Südsee haben sich da orientieren sich da auch ganz krass dran. Und auch die Wikinger damals. Deswegen haben die überhaupt Amerika finden können. Wo bleibt ihr alle? Wo seid ihr? Ich bin ein bisschen hinter euch. Ich habe gerade nochmal die Waffe gezogen. Wollen wir mal kurz auf den Walle warten? Nee, geht ruhig weiter, ist alles cool. Aber ich glaube, wir haben den Benny verloren. Benny, ja, wir sind ja auch drin. Nee, ich bin ja beim so Benny. Und dann ja, Benny und Tommy. Okay, dann haben wir euch verloren. Haben wir uns gerade ein bisschen gesplittet. Warte mal, ich renn mal zurück. Wir sind einfach nur Richtung der Sonne gelaufen. Wir auch. Den Berg runter. Dann laufen wir mal den Berg runter, dann treffen wir uns da. Ja, da wo ist der Wald aufhört. Ja, wo der Wald aufhört. Also ihr müsst ja dann... Ja, ein bisschen westlich, aber auch nicht richtig westlich ist die Sonne. Da, ich sehe euch da übrigens. Da links, ja. Ja. Boah, ist langsam wird's aber... Aber sie wird nicht jetzt viel zu weit nach links. Wir müssen noch ein bisschen weiter rechts, oder? Mhm, ich glaube auch. Aber nicht so viel, glaube ich. Also... Es ist schon fast Westluftlinie. Wir sind. Oh, wie krass das ist. Ja, aber wir müssen ja nicht ganz nach Westen. Wir müssen ja so ein bisschen nordwestlich. Jetzt wird's dunkel bei mir. Jetzt wird's dunkel. Ja. Ja, boah, mega sieht das Alter, aus. Alter, aber das. Boah, das sieht ja mega aus. Da. Aber nicht mehr so. Krass, das ist so abrupt, ne? Ist, oder? Ja. Das ist nicht. Das sind Sterne. Das sind richtige Sternbilder übrigens sogar. Sieht richtig krass aus gerade. Und hier irgendwo kann man auch den Polarstern sehen. Krass, ich dachte gerade, da wäre eine Fliege auf meinem Monitor. Aber da war wirklich eine. Okay, jetzt wird's echt dunkel. Boah, wie krass das aussieht. Okay, Leute. Hat eigentlich jeder eine Lampe von euch? Ich hab eine Lampe, Brightness ein bisschen höher stellen. Ich würde auch nicht jeder eine Lampe anmachen, weil das wäre gut, wenn zwei eine Lampe anmachen. Dann mach und ich die anderen laufen dann parallel damit, falls die anderen angegriffen werden, dann... Sieht man die nicht so, die Alter, anderen, weißt du? Die Dunkelheit bricht hier rein, ey. Seht ihr das? Ja. Ja, ich sehe die Taschenlampe, Curry. Sieht das jeder, dass ich die Lampe anhab? Ja, kannst du mir angeleuchten. Richtig. Dann mach ich ein schönes Lampenfoto von dir, du alte Birne. Ja, ich mache auch mal ein Lampenfoto von Curry. Sieht cool aus. Warte, Curry. Aber das kann ich viel besser in die Richtung. Mal, dreh dich mal in die Richtung. Hör ich mich mal an, Curry? Dreh dich mal in die Richtung, sieht viel besser aus. Ja, Mann. Ja, sehr geil. Warte mal, du leuchtest mich nicht an. Leuchte mich mal an, Curry. Genau so, warte, stopp, wer hat da gerade von hinten geleuchtet? Das sah cool aus. Achso. Mach nochmal. Ja, das sieht super geil aus, vielen Dank. Aber hier der Blick nach da ist schöner. Schön hier mit dem. Boah, wie krass das aussieht, ne? Aber jetzt mal ganz kurz, das rechte Airfield, das liegt auch über dem anderen. Also wir müssen, wenn dann, nach Südwesten ein kleines Stück und nicht nach Nordwesten. Ja, genau, stimmt. Ja, boah, das Problem ist, wir sehen gleich sowieso nichts mehr. Wenn es jetzt erstmal dunkel ist. Ich esse jetzt aber mal alles, so was ich habe, also, noch schnell. Wenn wir einfach also nach Westen laufen, kommen wir an Devil's Castle vorbei. Ja, dann laufen wir hier so entlang, oder? Würde ich sagen. Genau, jetzt ist nur die Frage... Warte mal kurz. Boah, ich habe gerade ein bisschen so Angst. Boah, das sieht so cool aus mit diesem Licht, ne? Ja, das ist genial.
Warte, wir rennen da vorne. Benny, rennst du gerade weiter? Ja. Ah, erst mal eine Coke, eine Warte Sprite. Mal kurz. Auf dieses schöne Licht. Voll die Nacht. Wusstest du, dass du den Rucksack auch umfärben kannst? Echt? Hat einer mal in die Kommentare geschrieben. Kann ich den Rucksack umfärben? Hm? Ist schwarz, wäre cool. Kann man den mal ausprobieren? Warte mal, weil ich habe sogar eine schwarze Spraydose. Weil bei Nacht wäre das ja eigentlich optimal. Ja, der Walle ist eigentlich perfekt getan. Warte mal, Walle, ich gebe dir mal die schwarze Spraydose. Guck mal, ob hier den Rucksack. Beim Rucksack geht das nicht, oder? Leg ich die mal dahin? Ja, probieren wir es mal. Vor mir. Zieh mal auf den Rucksack. Ja. Hat er in den Rucksack reingetan? Ja. Ja. Ja, es geht dann wohl nicht. Also nicht in die Slots, sondern auf den Rucksack. Nee, habe ich gemacht. Karten. Okay. Ja, dann geht das nicht. Aber trotzdem vielen Dank an denjenigen, der es uns versucht hat zu erklären. Ich kann die SKS auch mal schwarz machen gerade so. Ist denn bei euch stockdunkel gerade oder dämmert es? Nee, bei ich sehe noch voll viel. Bei mir ist so lila, ne? Mhm. Ja, genau. Die Engelbackenplätzchen. Oh, jetzt ein Döner, ne? Sind wir jetzt alle wieder zusammen? Nee. Aber fehlt noch, da kommt er. Ich komme, Moment, hallo. Ich lege mir gerade nochmal die Taschenlampe auch hier parat. Leuchtturm. Seid ihr nicht aufgeregt, weil es jetzt dunkel wird? Das ist ja unsere erste Spielerfahrung, so komplett im Let's Play im Dunkeln. Ey, ich muss sagen, ich liebe Daisy im Dunkeln. Ja. Boah, das ist so krass, ne? Vor allem, wenn du in der Ego-Perspektive alleine so zockst und dann nur. Wenn man mal ganz leise ist, wenn man dann nur den Wind hört und alles. Es gibt ja auch kaum Spiele, die wirklich richtig dunkel werden. Also wirklich hier stockfinster. Aber ich finde die Licht. Sag mal, sag mir bloß, von der Taschenlampe, die der Dennis mir gegeben hat, ist gar keine Batterie. Doch, ich hab die da reingepackt. Doch, du musst die vielleicht erstmal anmachen. Die war gerade an. Gerade war die Sollen an. Sollen wir da unten zur Scheune schon mal gehen? Dreh mal das Mausrad, wenn du die in der Hand hast. Du hast die gar nicht in der Hand, Walle. Doch, ich hab die bei mir in die Hand, ja. Aber die war gerade. Leuchtete gerade. Hä, was sieht so cool aus, als hättet ihr eher irgendwie Lagerfeuer oder so. Normal klappt das doch nämlich durch Leertaste, drück mit Maustaste oder F und dann müsste die eigentlich angehen. Du musst die in die Hand nehmen und dann mit dem Mausrad. Oder du musst die in die Hand nehmen und rechte Maustaste Turn On machen, das geht auch. Ey. Mit F oder mittlerer Maustaste müsste es eigentlich gehen. Das ist, glaube ich, keine Batterie drin. Ja, das kann keine Batterie drin. Ja, ich habe da aber eine reingepackt, hundertprozentig. Oder? Nee, ist keine Batterie. Warum unbedingt gleich einen Brunnen oder sowas? Okay, dann weiß ich Bescheid. Liegt denn hier? Ich hab ein paar Getränke noch, Alter, falls du was dringend brauchst. Boah, guck mal, wie das aussieht mit dem Licht hinten in der Scheune. Also durstig ist bei mir gerade gelb, also noch geht's. Ja, ich geb dir lieber was. Braucht jemand Cargo-Pens? Cargo-Pens? Ne, hier oben liegen welche. Boah, ja, gib mal her. Dann geh mal hoch hier, guck mal, wo ich bin, Curry. Boah, das sieht so krass aus mit dem Licht. Ja, das sieht ja die Taschenlampe haben die echt cool hingekriegt. Und das muss man eigentlich in der Nacht, in der Ego-Perspektive zocken, wenn man Nacht zockt, finde ich. Ja, auch gerade, dass man durch den Boden leuchtet. Weil, willst du meine haben? Ne, easy. Ja. Wenn ihr welche habt, reicht das ja. Hier sind noch Brown Hunter Pants, falls wir brauchen. Vielleicht finden wir noch eine hier, Batterie. Hier, guck mal, wo ich stehe, liegen Brown Hunter Pants. Habt ihr denn so ein paar Horrorgeschichten auf Lager? So Gruselgeschichten? Alter. Was denn? Ach, ich dachte gerade. Boah, der Benny sieht mit seiner Rüstung im Dunkeln voll krass aus, ey. Nee. Kann man hier mit dem Benny von unten anleuchten? So sich hinlegen und dann nach oben leuchten? Der Gasmaske aber auch. Boah, das sieht so krass. Guck mal, Alter, wie krass das aus. Warte mal, ich will mal ein Bild machen, warte mal. Guck mich mal an, Benny. Hier, ich stehe hier neben dir. Mit dem Finger auf dich zeigt. Genau, lass mal, so sieht's geil aus, warte. Alter, sieht das krass aus. Guck mal. Boah. Benny. Okay, komm, lass uns weiterziehen, damit wir heute noch was erreichen. Ja. Alter Schwede. Ist cool hier mit der extremen Dämmung. Jetzt wird es natürlich eine Ecke schwieriger, ne? Ja, natürlich. Oh ja. Aber für die anderen auch. Ja, es sei denn, die ziehen ihren Monitor fakeweise hell. Das ist halt immer so ein Problem bei den Nachtfolgen. Wie lange ist es denn noch bis zum Erfi? Das sind nur noch 5 Minütchen oder so. Oh, es ist noch ewig weit. Nee, ich glaube, es ist noch ein Stückchen. Ja? Ja? Ja, ein Stückchen ist es noch. Oh Mann. Ja. Ich glaube schon, dass das noch so 20 Minuten dauert. Das Wandern ist auch Müllers Lust, ne? Das sieht ja, krass aus, wenn sie wollten. Manche sagen ja, wir sollen das rausschneiden, das finde ich aber nicht so cool, weil das ist ja ein Let's Play und nicht ein Let's Cut, so, weißt du, was ich meine? Ja, ich meine, wir schneiden ja schon die Loot-Folgen größtenteils zusammen. Ja. Insofern, weiß ich nicht. Wenn man läuft, finde ich, kann man ja auch viel erzählen eigentlich so. Ja, dann erzähl doch mal. Genau. Ja,
Guck mal, Sternbilder. Ein bisschen zu welches zu Sternzeichen seid links. Ihr zum Beispiel? Steinbock. Steinbock? Und du, Benni? Du bist bestimmt Fische. Ich bin Fisch, genau. Ich bin auch Steinbock. Wow, warum schießt du? Ich hab mich verklickt gerade. Alles cool. Bei mir kam der Schuss voll spät. Ich hab mich verklickt. Wir wollen uns nur wechseln, die Maus. Ich lauf nicht mehr vor dir rum, ey. Ich hab am Boden direkt geschossen, alles gut. Ah! Aber meint er nicht, dass vielleicht wir ein bisschen zu weit nach links laufen? Wenn wir schießen, glaubt mir keiner mehr. Wir laufen doch auf die Sonne zu. Die Sonne ist ja gut eigentlich, die ist ja kaum noch da. Ich sollte jetzt aber ja, nicht da, so viel Muni verschwenden. Am Horizont. Wir dürfen den Sarazan nicht verlieren, ne? Der ist irgendwo hinter uns, oder? Nee, vor uns. Er sieht ja die Taschenlampen, hier. Hä? Warum hat die Waffe, die Taschenlampe weg? Ah nee, ihr seid da lang gegangen, okay, ich verstehe. Der, meine Lampe ist weg. Was? Meine Lampe ist weg. Hast du die verloren? Ja. Nein. Die ist gerade, ich hatte die doch gerade noch. Ich war neben dem Curry gerade noch. Also meine ist doch da. Das war ein Bug. Also wenn ich jetzt eben die Hose gewesen wäre, hätte ich euch alle getötet. Ich habe eben die Hose gewechselt und da war noch die Taschenlampe drin. Ich konnte die nicht nehmen, aber ich hatte die noch in der Hand. Boah, und jetzt gelbe, ist sie weg. Ja, Curry, jetzt bist du alleine. Noch neu, oder? Was ist das denn für ein Bug? Wer steht da vorne? Ich bin hier noch. Was ist Benni, guter okay. Tipp, YouTube rendert ja alles ein bisschen dunkler immer, deswegen die Helligkeit ruhig ein bisschen höher stellen. Ja, ne? Hab ja, ich mach ich mal überlegt. Kurz. Ja, mach mal, komm, ein bisschen vielleicht. Ein bisschen, muss ja nicht direkt übertreiben. Ah, ich habe die Brightness aber eigentlich auch ganz okay. Ja, komm, mach mal so. So, das passt. Ja, ein Teil. Ja, guck mal, wir laufen so durch einen dunklen Wald und da hinten kommt so ein Haus, so ein abgelegenes Haus. Boah. Und gleich kommt da jemand mit der Kettensäge raus. Oder steht, ja, mit so blutverschmiertem Mund oder sowas. Alter. Oder der eine Typ aus dem Video mit dem Sack. Oh, der war richtig krass. Also falls ihr euch wundert, was der Curry meint, es gibt so ein Video auf YouTube. So ein Typ, der ist durch der Sieg gelaufen und dann kam Moment ein anderer mal. Spieler. Was war das für ein Geräusch? Was denn? Ja, ich hab das auch gerade gehört. Ich hab's auch gehört. Das ist ein Motorrad, oder? Ja, bei mir ist gerade ein Motorrad vorbei. Ach so, ja, okay. da war ein anderer Spieler, der hat sich einen Sack Alter, ich verrate euch nicht, was ich gerade gefunden habe. Was hast du denn gefunden? Was? M4. Nee, 100er Reis. Geil. Super. Ja, braucht ihr was zu fragen? Nee, das ist echt super. Ja, ohne was Scheiß. Was ist das hier? Eine Sprühdose. Nicht? Lass uns alle nach und nach gehen, sonst rutschen wir uns vielleicht. Oh, die. Was ist denn das für eine Sprühdose? Eine schwarze? Was ist hier? Der ist so geil. Blue Canvas Pants, will die wir haben? Boah, hier sind ja noch Häuser, da können wir auch mal durchgehen, weil die habt ihr euch denn jetzt über mich lustig gemacht, die Schweine? Was haben die jetzt gesagt? Hä? Und die Sprühdose aufgesammelt. Hab ich wieder vergessen. Ist hier kein Brunnen oder sowas? Hier muss doch ein Brunnen sein. Gibt's hier keinen Taschenlampenladen? Oh, hier ist ein Supermarkt. Oh ja. Der ist was sogar ist denn für eine Stadt hier? Was der ist wahrscheinlich hundertprozentig ungelootet, weil hier eh keiner. Ja, das ist aber nicht diese eine neue Stadt, oder? Oh, hier ist ein Zombie. Also die Stadt kann den jemand machen, vielleicht? Also wenn es die eine neue ist, ja, tut mir leid, dass wir die... Boah. Zack, ich fand das. Gerade im Dunkel zeigen. Ich musste mal die SKS ausprobieren. Hier ist noch alles super, hier ist noch alles leer. Ja, ich muss mir der SKS unbedingt mal noch üben. Zuerst. Wir dürfen uns nicht aus den Augen verlieren in der Dunkelheit, okay, ne? Ich hab wieder wir sind im Supermarkt. Wieder was zu essen gefunden. Ja, hier ist auch alles voll mit Trinken, super. Alter, nice. Hier war nichts, Curry. Ich war in dem Haus. Cool, Black Cat Talk. Ich bin gerade mit ein paar Trick im Supermarkt. Oh, hier ist ein Zombie. Nicht erschrecken. Hier ist eine Axt. Ja, ich glaube, ich nehme die mal. Willst du die oder? Ja. Ich war das, der Zombie. Oder wolltest du die haben? Irgendeiner 7,6. Was ist das denn für eine Lampe? Ja, kannst du die sehen? Ich sehe die nicht. Ich teste gerade mal meinen Blut. Ich kann die nicht aufnehmen. Ja, ich sehe die auch. Ich sitze an der Bar. Bluttesten, weißt du, Promille. Moment. Ja. Ich, gerade hatte ich null, diese Schrift da. Oh, 0 plus muss es sein, oder? 0 plus gibt es? 0 positiv? Boah, Curry, komm mal kurz. Curry, ich hab die Lampe. Nicht mit Blutgruppen aus. So, was seid ihr denn für ein Sternzeichen eigentlich? Hab ja nur gar nicht zu Ende geredet. Ich bin Widder. Widder? Widder. Ist eine Widder-Gutmachung? Widder-Gutmachung, ja. Sieht man hier was? Also du hast, nee. Und was sind die Zuschauer? Was habt ihr für ein Sternzeichen? Gib mir mal die Lampe. Und welche Sternzeichen Moment. Außer Fische natürlich ist es, sind die coolsten Leute? Steinbock. Da muss doch dieses Öl-Ding ins Ja, weißt ja du, genau. Oh, ich habe einen Crossbow gefunden. Nee. Nein. Zeig, ja. Und ich habe einen Bolzen. Nice. Der Bolzen ist ja leider nicht für den
Scheiße, hier ist auch keine Batterie drin, oder? Warum doch? Der Bolzen ist doch für die Armbrust. Doch, der Bolzen ist für, genau. Ja, aber, ne, ah ja, genau, Crossbow ist ja die Armbrust. Stimmt, ist ja gar nicht der normale Bogen. Geilo. Ich sag, am Helm. Ja, ich nehm den lieber mit. Aussah, wie sie auf den Kopf gesetzt. Ja, toll, ich bring hast nichts. Du die Lampe jetzt mitgenommen? Nee, ich hab sie nicht mitgenommen. Wo bist du, ich Benni? Nicht mitnehmen. Schade. Nimm du mal. Soll uns mal beim Supermarkt Benni, treffen, dann kannst du es mal zeigen. Bei uns hier. Ja, hier ist die Lampe an. Falls ihr. Oh ja, da leuchtet's, ja. Moment, ich nehme die Lampe noch kurz. Wo ist denn der Supermarkt? Ja, genau, da leuchtet man noch ein bisschen heller machen. Als wird's echt arg dunkel, ne? Aber es ist eigentlich richtig so, dass es so dunkel ist. Ja, gehört dazu. Ja, also wenn wir es jetzt zu hell machen, ist auch lame. Insofern lass das ruhig ein bisschen dunkler. Da müssen wir halt die Tür anbauen. Ich wollte das noch kurz Ende erzählen. In dem Video war ein anderer Spieler, der hat sich einen Sack um den Kopf gezogen, der hatte auch so graue, braune Sachen an. Der hatte so komische Musik dann im Wolf. Boah, ja, die Musik, das war das Schlimme. Und der hatte eine Taschenlampe und ist ganz langsam gelaufen und die ganze Zeit nur den Kopf da so scary bei bewegt. Boah, mitten, so mitten auf der aus. Straße, einfach ganz normales Tempo ist er gegangen. Er ist gegangen. Boah, Alter, ich hätte so Angst, und ne? Und dann hat er den Typen mal den Buch gegeben und der ja, hat es dann gelesen. Drin. Ich hatte auch einen. Derzeit hat er den Typen gefesselt. Cool, jetzt ist er geladen. Ja? Ich hab ja, noch einen dahin gelesen. Er hat das Buch gelesen. Ah ja, okay. Also er hat das aufgemacht, hat reingeguckt und dann in der Zeit hat der Typ mit der Maske, hat er den gefesselt und ist einfach weitergelaufen, ohne was zu sagen. Boah. Alter, da kriegst du eine richtig krasse Erfahrung, ey. Dem schieße ich jetzt hier einen Popos. Schieß doch mal gleich auf, zeig mal, Benni. Leuchte mal den Benni gerade wer an. Wo ist er? Hier. Da. Boah, geil. Alter, ich will mal zeigen auch, bitte. Seht ihr nicht? Ah, jetzt. Boah, jetzt, so geil. Ist gut. Oh ja. Cool. Kannst du jetzt damit auch schießen? Ja. Ufer hat da versucht zu schießen. Das habe ich aber gerade auch gehört. Leute, hat da gerade jemand von euch versucht zu schießen und die Munition war leer? Mhm. Wer war das? Nee. Das habe ich gehört, so ein Klinkern. Ja, das kam hier aus der Seite irgendwo. Nee, das war ein Audiobar. Genau, denke ich auch. Gehen wir mal weiter. Ja, der Benni soll gleich mal mit dem Crossbow und Zombie abschießen. Ja, und wann, wie das aussehen wird, da sind wir sehr gespannt. Das sehen wir in der nächsten Episode, liebe Freunde. Würde ich mal sagen, oder? Genau. Ja. Machen wir ein kleines Päuschen hier, ne? Bis dahin, tschüss. Ciao. Ciao. Nachts sind die Schergen unterwegs gewesen, um aufzuräumen in der Welt von Let's Play DayZ. Obendrauf noch ein Crossbow gefunden und ein bisschen, ja, an Essen nicht gespart. Das ist wirklich toll, freue ich mich sehr drüber und ich bin gespannt, wie die Armbrust so sich in der nächsten Folge geben wird. Werden wir dann sehen. Bis dahin, liebe Freunde, vielen Dank fürs Mitschauen.